Dein aktuelles Buch, das jetzt vor kurzem erschienen ist, Schlüssel in die wahre Freiheit. Worum geht's da? Ja, das kann man gar nicht so kurz und knapp sagen. Es ist das ist ein Krimi zum einen, ja, weil ich mein Leben aufgeschrieben habe und mein Leben ist wirklich so spannend und sensationell, was da alles passiert ist. Grundlegend ist es ein Buch für die Zeitenwende. Ja, wir sind jetzt in einer bestimmten Zeitqualität angekommen, wo sich alles verändert. Das kann gar keiner mehr ignorieren. Das ist einfach so. Und viele Leute fragen, was passiert denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, es liegt was in der Luft. Egal, wen du fragst, kann es so weitergehen? Nein, das kann so nicht weitergehen. Jetzt muss sich mal was ändern. Und diese Änderung liegt einfach auch im Feld, also in der Informationsebene. Unterbewusst spüren wir das alle. Und ich habe eine intensive Schulung bekommen im 2016, worum es gerade geht. Es geht um das Ende der Evolution. Ursprünglich sollte das Buch ganz anders heißen und da hieß es, das kauft dir keiner. Der ursprüngliche Titel lautete, das wahre Geheimnis vom Ursprung und Ende der Menschheit. Ja, dann hören natürlich alle Weltuntergang Ende. und die totale Katastrophe. Wir wurden allerdings geschult, dass wir hier einen speziellen Erfahrungsraum auf der Erde erleben und dieser Erfahrungsraum, geht dem Ende zu und wir werden einen Bewusstseinssprung machen, einen Evolutionssprung auf eine neue Erfahrungsebene. Und der Untertitel lautet auch alles über den Evolutionssprung und das Erwachen der Menschheit auf der neuen Erde. Ja, das ist jetzt keine neue Botschaft. In der Bibel steht es auch schon drin, dass Gott uns sozusagen eine neue Erde schenkt, weil das hier das Experiment Erde einfach schiefgegangen ist. Okay, das ist ja auch mal eine spannende Aussage. Ja. Okay, nochmal ein bisschen, also im Groben kann man eventuell erahnen, worum es geht. Ich fände es spannend, noch ein bisschen genauer reinzugucken in dein Buch heute. Was erzählst du? Ich habe auch mal irgendwas aufgeschnappt von einer neuen Schöpfungsgeschichte. Also du veränderst auch im Grunde das Selbstverständnis, das Menschen bisher haben oder in diesem Buch. Geh nochmal ein bisschen mehr ins Detail, bitte. Ja, ich habe mich schon lange mit dem Thema Bewusstsein beschäftigt. Das hat mich immer magisch angezogen. Das hat mich immer interessiert. Aber ich habe zum Beispiel die Darwin'sche Entwicklungstheorie, die habe ich nie verstanden. Ja, so vom Affen zum entwickelten Menschen. Und jetzt glauben wir alle, wir sind jetzt auf der allerhöchsten Stufe der Evolution angekommen, weil wir zum Beispiel ein Smartphone haben oder übers Internet irgendwo in der ganzen Welt jetzt telefonieren können. Letztendlich sind wir jetzt auf der allerletzten Stufe angekommen, wo die Menschheit doch sehr primitiv agiert. Erstens haben sie sich komplett selbst vergessen, lassen sich fremdsteuern, werden fremdgesteuert, geben im Prinzip ihr waches Bewusstsein irgendwo ab, auch wenn sie zur Arbeit gehen, ja, dann jeden Tag dieser gleiche Hamsterradrhythmus. Und die Menschen fühlen sich wie, ja, das ist halt so, es war immer so, es wird immer so sein, ja, wie in der Käseglocke. Ja, wenn sie von der Arbeit kommen, die Rituale, Fernseher an, Bierchen auf, so. Das sind ja so Rhythmen. Und ich habe das immer nie verstanden. Ich habe gesagt, hier, das stimmt hier nicht. Ja, schon als Kind wusste ich, das ist hier nicht, das stimmt hier nicht. Und wieso muss ich denn sterben, wenn ich hier geboren wurde? Das war jeden Morgen so. Das erste, als ich aufgewacht bin und als Kind oder wenn ich eingeschlafen bin, habe ich immer einen sich drehenden Trichter gesehen, am Ende einen weißen Punkt. Heute weiß ich, was es ist. Das ist einfach der Ursprung, wo wir herkommen, dieses ursprüngliche Licht. Und als Kind da war ich medial, da habe ich alles gesehen, bin im Wald groß geworden, habe ich die Feen, die Elfen gesehen. Da ich keine Spielfreunde hatte, waren das eben meine Freunde. Ich wusste immer intuitiv, was im Dorf passiert. Wenn ich mit meinem Fahrrad hingeradelt bin, war mir klar, es ist was Tolles passiert oder was ganz Schreckliches. Und das war dann plötzlich weg durch ein dramatisches Ereignis. Und die Fähigkeiten sind jetzt einfach wieder zu mir gekommen. Die habe ich wieder aufmachen können. Und ja, und dann ist eben wirklich so eine abgefahrene Geschichte passiert, dass ich mit einem Mann zusammengeführt worden bin, der mit mir
schon in früheren Leben ganz viele Erfahrungen miteinander gemacht hat als Paar. Wir waren immer wieder ein Paar, immer wieder, und waren auch da führend in den Zeiten des Bewusstseinswandels. Naja, und das erstmal zu erfahren, das war für uns beide ein Schock. Wir sind von einem Schock in den nächsten, wie auch da, und Atlantis und Lemurien und Echnaton und Nofretete. Wir waren dann zum Beispiel fast 2 Wochen Echnaton und Nofretete, haben uns so unterhalten und haben die ganzen Informationen, waren in den Grabkammern. Und wir haben dann rausgefunden, wie die 2 dann umgebracht worden sind. Das steht nirgendwo, es ist immer noch ein Geheimnis. Ja, und wir waren da so in unserer Welt. Ja, und wir haben gesagt, mein Gott, das kannst du ja gar keinem erzählen, das bleibt ganz für uns. Und wer weiß, wo das hinführt. Naja, und so ging das dann immer weiter, bis wir dann direkte Gespräche mit Gott hatten. Ja, Gott ist dann in den Kai eingefahren und der hat dann immer wieder mit Nachdruck gesagt, es ist nicht mehr viel Zeit. Es geht um Evolution, Evolutionssprung, Ende der Menschheit, ihr müsst handeln, ihr müsst tun. Und wir haben gesagt, was gibt es denn jetzt zu tun? Naja, und dann wurden wir ganz konkret angeleitet, haben dann immer wieder Seminare zusammengegeben. Auch der Titel wurde uns durchgegeben, zurück zum Ursprung deines Seins. Wir hatten gar kein Konzept, wir wussten nicht, worum es da gehen wird. Naja, und dann war es so spannend, dass uns auf diese Seminare Menschen geschickt worden sind, die uns die Schöpfung erklärten. Plötzlich ging da ein Theaterstück los, die Urschöpfungsebene. Urmutter, Urvater, der Urknall, was ist passiert? Bis ins Detail haben die Menschen Potenziale, so wurde uns das gesagt, aus der Schöpfungsgeschichte in sich getragen. Und so sind wir von Ebene zu Ebene, zum nächsten. Und wir haben dann immer gefragt, oh, gibt es darüber noch was? Dann haben wir das Feld eröffnet und da gab es tatsächlich noch was. Und bis heute hält das an. Wir haben jetzt so einen riesen Überblick bekommen über verschiedene Ebenen. Und das ist richtig spannend. Und so konnten wir viele, viele Geheimnisse knacken. Ja. Zum Beispiel? Ein Beispiel? Über das Himmelreich. Ja. Viele sagen, ja, Gott ist Liebe und Gott ist alles und alles entstand aus Gott. Das ist auch so, aber Gott ist selbst ein personifiziertes Wesen, jetzt nicht so menschlich fest, körperlich wie wir, sondern ein sehr interessantes Wesen, was ein Experiment gestartet hat. Und da ging es auch um das Thema, was ist stärker, Liebe oder Hass? Und dieses Experiment wurde uns in einem Seminar wirklich in Rollenspielen durchgegeben. Und da zeigte sich, dass sich Gott auf dieses Experiment eingelassen hat, es selbst sogar arrangiert hat und in diesem Experiment betrogen worden ist. Mhm. Und daraufhin ist die Liebe vom Planeten Erde verschwunden und Gier und Hass regieren seitdem. Das ist wirklich ein Geheimnis und es wurde uns nochmal und nochmal bestätigt, wieder über Potenzialträger der Schöpfungsgeschichte. Ja, so einzelne Details will ich gar noch nicht verraten, soll ja noch spannend bleiben. Und da wir beide keine religiöse Erziehung hatten, war uns das wirklich so, oh, das kann ja gar nicht wahr sein. Ja, das war immer so, boah, wer weiß, was hier passiert. Es gibt ja so verschiedene Matrix-Ebenen. Du kannst dich dann irgendwas hinein verlieren und bist dann irgendwie gefangen. So eine Sicherheit haben wir wirklich bekommen durch die Begegnung der Menschen, die das durchlebt haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Was heißt, ihr seid Menschen begegnet, die das durchlebt haben? Wie kannst du einem Menschen begegnen, der die Urmutter ist? Genau, die Urmutter. Ja, zum Beispiel. Die Urmutter. Also auf der Urschöpfungsebene war es so, ich erkläre mal kurz, was da passiert ist, weil daraus ist das ganze Universum und im Prinzip wir alle entstanden. Das war die erste Begegnung des göttlich-männlichen und des göttlich-weiblichen. Jetzt musst du dir vorstellen, die 2 begegnen sich zum ersten Mal. Wow! Und die freuen sich. Wow, so schön, so schön. Und die ziehen sich wirklich wie magisch an. Und es kommt zu einer Vereinigung in Hingabe, Ekstase und Verschmelzung. Pum. So, und dann macht es wirklich einen Knall. Das war im Prinzip der Urknall. Was ist geschehen? Die Urmutter hatte in ihrem, wenn wir es einfach so bildlich darstellen wollen, in ihrem Unterleib den Heiligen Gral. In diesem war die glühende Urmasse. Und die Urmutter vibrierte vor Freude, als sie den Urvater traf. Und er war natürlich auch in Vibration.
Und als sie sich vereinigten, ist von seinem Lichtschwert ein Funke in ihren heiligen Gral gesprungen und es gab eine Explosion. Ja, aus dieser Explosion sind dann die göttlichen Funken entstanden. So ist dann das ganze Universum entstanden. So wurde es uns mitgeteilt und die Potenzialträger waren alle da. Also das personifizierte Lichtschwert, der göttliche Funken, der Bauch der Urmutter, der heilige Gral, der zündende Funke und. Spielte sich alles ab und die Leute leben das durch. Die Urmutter habe ich sozusagen stellvertretend gespielt in diesem Theaterstück, bis sie uns eines Tages tatsächlich zugeführt wurde. Denn in dieser Begegnung ist was ganz Grundsätzliches passiert, was uns alle hier im Irdischen betrifft. Der Urvater sagte zur Urmutter, du hättest mich warnen müssen. Ich wusste ja nicht, dass diese glühende Urmasse in dir ist. Und die Urmutter sagte, ich wusste von nichts. Du bist schuld. Es war dein zündender Funke. Und so sind die Lager in zwei Seiten gefallen. Das Weibliche hatte die Schuld, die Urschuld, und das Urmännliche ging ins Uropfer. Und genauso funktioniert es ja noch. Die Potenzialträgerin, die Urmutter, die war bei uns beim Coaching und dann haben wir abgerufen, ja, du stehst für die Urmutter. Und dann kam das Thema Urschuld und sagte, egal wo sie ist immer schuld. Ihr Mann sagt, du bist schuld. Ja? Und die Urmutter fiel dann auf dieser Urschöpfungsebene in den Selbsthass. Tragischerweise ist die Mutter der Urmutter hier personifiziert. Der Selbsthass. Die Frau ist in den Selbsthass gefallen und geht schon gar nicht mehr aus dem Haus, weil sie sich selber so hasst. Also das sind schon sehr tragische Lebensgeschichten. Und wenn du das dann entwickelst und mit den jeweiligen Menschen besprichst, denkst du, das kann ja gar nicht wahr sein. Wer denkt sich denn sowas aus? Aber es zeigt einfach, die Potenzialträger haben das durch ihr Leben hindurch erfahren. Mhm. Immer wieder und immer wieder. Mhm. Und das ist auch eine Erlösung, wenn das endlich sich zeigt, warum das so ist. Okay, also einerseits ein Licht auf die Entstehungsgeschichte der Menschheit, unser Leben hier und unsere Existenz hier sozusagen. Und darüber hinaus, nicht nur Menschheit, wie ist der Kosmos entstanden, wie ist die Allmachtsebene entstanden, wer oder was ist der Schöpfer, gibt es den wirklich? Mhm. Oder wir sagen ja mal, wir sind alle Schöpfer. Ja, warum gibt es denn keine Schöpferin, wurde die vergessen? Warum gibt es immer nur Gott? Warum wird nur von Gott geredet? Und wo ist die Göttin geblieben? Gab es keine Allmächtige? Letztendlich ging es immer darum, dass das Männliche und das Weibliche nie um ihre Qualitäten wussten, total irritiert waren, verwirrt und daraus im Prinzip sich die Missschöpfung entwickelt hat. Mhm. Und das, was wir jetzt haben, ist der Höhepunkt der Eskalation der Missschöpfung. Genauso wurde es uns mitgeteilt. Mhm. Und was ist dann die wahre Freiheit? Die wahre Freiheit erfahren wir dann auf der neuen Erfahrungsebene. Wir nennen sie Aurora oder Neue Erde. Auch die Informationen, die sind wirklich so durch uns durch spürbar. Und wir waren dann mit dem Bewusstsein auch auf dieser Ebene. Und da hört alles auf mit diesen Spielen hier, mit diesen irdischen Spielen. Wir haben da kein Geld mehr. Wir kommunizieren über Telepathie. Wir reisen über Teleportation. Wir können an mehreren Orten gleichzeitig sein, ja, Bilokalitäten. Das hört sich ganz verrückt an, aber das kennen wir alle schon. Ja, in Zeiten von Atlantis zum Beispiel war das gang und gäbe, da ist keiner in ein Auto gestiegen, da hast du gesagt, ich will dorthin und dann bist du dorthin gereist. Und das ist wirklich wahre Freiheit. Du kannst dann wirklich wieder das Wesen sein, das du wirklich bist. Frei, unabhängig, du kannst deinen Fähigkeiten, deinen Talenten und deinen Herzenswünschen nachgehen und dich wieder ganz neu oder eben wieder ursprünglich erfahren. Und aktuell befinden wir uns aber in diesem Übergang. Im Prinzip ist die neue Erfahrungsebene schon da. Mhm. Ja, also es gibt schon Menschen, die fühlen das ganz genau, manche sehen das schon. Das ist wie so ein Übergang. Ja, man kann sagen, Dimensionsfusion. Das hört sich jetzt vielleicht nochmal verrückt an, aber je mehr wir jetzt in diese Ebenen reinkommen, wo wir im Prinzip alles abgearbeitet haben, jetzt geht natürlich unser Fokus zur neuen Erfahrungsebene. Da sehen wir schon diese Energien, nehmen sie deutlich wahr.
ich hatte 7 Jahre lang eine wundervolle Hündin, die mich immer begleitet hat in den Seminaren und in den Coachings, die ist leider verstorben. Und sie hatte mir damals schon gesagt, ich gehe jetzt dorthin, wo du mich bald wieder triffst. Da dachte ich, oh, es ist jetzt Zeit zu sterben, war ich noch ein bisschen irritiert. Und die sagte dann noch, das, was jetzt auf dich zukommt, das machst du mal lieber alleine, das brauchst du mich nicht. Und interessanterweise sehe ich sie jetzt immer wieder. Also sie ist schon auf dieser Ebene und sie kommt sozusagen immer wieder und spricht mit mir oder beschützt mich auch. Und das ist so eine, kann man vielleicht schwer erklären, aber es ist sowohl als auch. Ja, du kannst das Neue schon spüren, aber das Alte ist auch noch gegenwärtig. Mhm. Und es geht immer darum, wo richte ich meinen Fokus hin. Gucke ich mir jetzt die ganzen Kriegsfilme an, diese ganzen Katastrophennachrichten, oder sage ich, das ist eine Spielfläche und ich orientiere mich auf die neue Spielfläche. Ich will wirklich mich neu erfahren mit diesen einzigartigen neuen Möglichkeiten und der neuen wahren Freiheit. Mhm. Es gibt ja so ein paar Herausforderungen, die diese aktuelle Zeit jetzt im Grunde mit sich bringt, ne? Und ich glaube, auch dazu gibt es dann irgendwie Hinweise, Anweisungen, Anleitungen und so weiter in deinem Buch. Mhm. Also es ist auch ein Arbeitsbuch. Mhm. Wir wurden ganz konkret geschult, was ist jetzt zu tun, wie kann man sich vorbereiten, das fragen ja viele Leute, was sind die nächsten Schritte? Und wir wurden informiert, dass es eine Welle des Erwachens geben wird. Also das ist auch wie ein Momentum. Ja, das ist eine kosmische Welle wird uns erreichen. Die Welle rollt schon auf uns zu. Und da haben wir auch schon ganz viel hineingepackt, dass es auch wirklich ein freudiges Erwachen wird. Diese Welle ist die pure Liebe. So eine Liebe haben wir hier noch nie irdisch erfahren. Und da gilt es einfach, das Herz jetzt schon mal weit zu machen, die ganzen alten Themen abzuarbeiten, die ganzen Opfer- und Schuldthemen. Ja? Generalvergebung, das ist zum Beispiel so ein Schlüssel. Generalsegen, einfach, da löst sich ganz viel. Und in dieser Welle werden wir halt so eine Art Innenschau erfahren. Also du siehst nochmal wie in einem Film, Was war alles los mit dir hier auf der Erde? Was hast du getan? Was wurde dir getan? Und das kann natürlich ein Moment sein, der erschreckend ist. Ja, wenn du so einen Film siehst und denkst, boah, wie soll das denn, was habe ich alles erlebt, getan? Und da geht es einfach nur daran zu erinnern, ach, ich vergebe mir, ich vergebe allen anderen, was war, und ich bitte um Vergebung. Das ist zum Beispiel sowas. Und da führen wir die Menschen ganz klar durch, Schritt für Schritt. Zum Beispiel haben wir hier auch die Information bekommen, dass wir das innere Kind aktivieren, weil das innere Kind ist total freudig auf dieses Neue. Ja? Mhm. Der erwachsene Verstand sagt, das kann ja gar nicht sein, wie soll denn das gehen? Das innere Kind sagt, ja, ich will endlich mal was Neues erfahren, ich will wieder spielen, verrückt sein, mich ursprünglich kennenlernen. Und da gibt es auch ein ganzes Kapitel dazu. Wir haben die Liebe erforscht, das mussten wir erforschen, wussten wir auch nicht so richtig, worum es da geht. Und wir haben ganz viele Aspekte der Liebe kennenlernen dürfen, heilen dürfen. Und auch da gibt es einfach Informationen, wie kannst du dich jetzt schon auf diese Liebe, die da jetzt anrollt, vorbereiten. Spannend. Ja. Und dann gibt's noch das Geheimnis der Vollendung. Das ist unser allerliebstes Kapitel, weil da wirklich Schritt für Schritt gezeigt wird, wie ist der Teleportationsprozess, wie ist der Übergang, was passiert mit der Erde und so weiter und so fort. Spannend. Also im Grunde so ein Science-Fiction-Roman, den wir jetzt gerade alle miterleben können. Genau, also wir haben den ganz, ganz live miterlebt. Alles, so was es an Filmen gibt, Science-Fiction, kannst du immer sagen, da ist ganz viel Wahrheit dabei. Die werden uns ja auch gezeigt, damit wir uns auch schon ein bisschen darauf vorbereiten, dass es da wirklich noch mehr draußen gibt. Und ja, wir sind hier einfach in einem Erfahrungsraum, der eng ist und wo uns wirklich so diese Selbstermächtigung abgenommen worden ist. Ja, das sind nicht wirklich wir. Wir sind so wie Roboter geworden, die immer irgendeinem Plan folgen und an die Rente denken und die Steuererklärung. Und das sind so immer so Mechanismen, die sind einfach uns aufgedrückt worden. Und da gibt es auch vieles zu lesen, wie diese Mechanismen funktionieren, dass wir unseren gesunden Menschenverstand so abschalten und uns so führen lassen, als wären wir Schafe. Ja. Naja. Ja. Das heißt, eigentlich verfolgst du mit dem Buch auch eine Mission, oder? Das ist meine Mission. Das wurde mir auch während dieser Arbeit erst offensichtlich.
Wir haben angefangen im Oktober 2015 mit diesen Forschungen. Wir hätten 10 Bücher schreiben können. Damals war es so überwältigend, dass wir gesagt haben, wie schaffen wir das nur? Es ging, also sobald wir uns begegnet sind, der Kai und ich, ging die Transformation los. Das ging den ganzen Tag, manchmal auch in der Nacht, Tag für Tag. Ja, mein Privatleben ist komplett weggebrochen. Meine Familie hat immer gesagt, ey, du hast sie nicht alle, erzähl bloß nichts, wir wollen das nicht wissen. Wann hört das endlich auf? Und wir haben gesagt, ja, wir kommen da nicht raus. Und die Idee zu schreiben oder den Auftrag zu schreiben kam dann erst, als wir ganz konkrete Informationen bekommen haben zum Evolutionssprung. Warum findet er statt? Wie findet er statt? Was ist die neue Erfahrungsebene? Und das ist eben die Mission, das jetzt weiterzugeben. Und was wünschst du dann im Grunde deinen Lesern dieses Buches? Ich wünsche meinen Lesern, dass sie sich wieder erinnern, wer sie wirklich, 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 wirklich sind. Ja, das ist wirklich, könnte ich so lang ziehen, weil wir so viele Erfahrungen in uns selbst haben. Mhm. Und das Selbst ist wie ein Datenstrom, kannst du dir vorstellen. Da sind sämtliche Erfahrungen drin. Und da wir aus der Einheit kommen, sind auch alle Erfahrungen der Schöpfungsebene in uns gespeichert. Uns wurde erklärt, wie Emotionen entstanden sind, wie die Urängste entstanden sind, warum das Urvertrauen weg ist. Und das sind alles Themen, die Menschheit hier im Irdischen bewegen. Und auch die Menschen sind auf der Suche wieder nach Vertrauen. Aber wo kannst du dich hin vertrauen? Und klar, ich werde auch angegriffen und werde als Sekte bezeichnet und. Aber ich schmunzel darüber. Ich lasse jeden da, wo er ist. Wer mitfahren will, wunderbar, herzlich willkommen. Und wer aussteigt aus dem Zug, ist die freie Entscheidung. Mhm. Mein Zug ist ganz klar, ich reise auf die neue Erfahrungsebene. Ich sage, ich bin wie eine Reiseleiterin. Lass dich drauf ein, komm mit. Garantieren kann ich für nichts. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das sind einfach erwachte Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und die erinnern sich. Denn wir kommen ursprünglich aus dieser neuen Erfahrung oder aus dieser Erfahrungsebene der wahren Freiheit. Das haben wir schon mal erlebt. Wir kommen aus der Zukunft und wir reisen wieder zurück. Das ist also zurück ist das in die Witzige. Zukunft. Ja, also der Kreis schließt sich. Es ist nicht, dass wir was ganz Neues erfahren, sondern wir haben jetzt diese ganzen Erfahrungen abgearbeitet, es wurde tiefer und dunkler und fester und ja, verstandesorientierter. Und jetzt verändert sich es durch den Evolutionssprung. Und da hat eben uns auch das Göttliche geschult und gesagt, es gab schon jede Menge Versuche, das Bewusstsein hier zu wandeln. Ja, es gab, so wurde uns gesagt, 3 Auslöschungen. Die erste Auslöschung war das große Feuer, weil auf der Erde ganz viel experimentiert wurde, schon mit Atomenergie. Und das ist einfach eskaliert. Dann hat Gott einen Feuerstrahl geschickt und dann war das wieder sozusagen frisch. Dann gab es die nächsten Experimente. Da hat dann der Gott Neptun in den Ozean experimentiert, bis alles brodelte hier. Ja, kannst dir vorstellen, wie so ein Chemiecocktail, alles brodelt. Und dann gab es den Eisblitz, dann gab es die Eiszeit und ja, es wurde ja auch bewiesen, dass wie so ein Schockmoment da war, alles ist eingefroren. Unsere Zellen erinnern sich noch daran. Es gibt Menschen, die haben einfach ewig kalte Füße oder es ist ihnen immer kalt. Die haben die Erfahrung noch gespeichert. Mhm. Und dann gab es natürlich die Sintflut. Ja, das ist uns allen noch irgendwo bekannt. Und der arme Noah, der hat immer gerufen, ja, wach doch auf und komm doch mit. Und was war? Keiner hat zugehört. Und der Arme hatte kein Internet, der hat noch kein Buch geschrieben. Er konnte seine Botschaft einfach nicht so weitergeben. Und ja, manchmal komme ich mir auch so vor wie Noah. Ich rufe mal, hallo, wach doch auf, komm doch mit. Und dann so, was hast du denn? Na, ich mach meins weiter. Und ja, für jeden, der aufwacht und sagt, ja, da stimmt was, da ist was, da ist dran, bin ich einfach dankbar. Ohne jetzt zu missionieren. Ich habe gelernt, loszulassen. Freunde, Familie, Menschen, die mich früher begleitet haben, die sagen einfach, oh, das ist mir jetzt viel zu abgedreht mit dir. Dafür kommen wieder andere dazu, die sagen, ja, ich warte ja nur schon seit Jahren drauf auf diese Botschaft. Und wie gesagt, es ist durch mich hindurch explodiert, kannst du sagen. Und ja, ich habe mich dem hingegeben. Und nur mit dieser Hingabe, und auch der Kai hat sich voll hingegeben, kannst du diese Mission erfüllen. Mhm.
Und viele, viele haben diese Mission. Also wenn jetzt die Einzelnen nicht mitgespielt hätten, würden wir immer noch irgendwo stecken bleiben. Ja? Das kannst du zwar abholen, aber die Leute wurden jetzt wirklich wachgemacht und wurden wie nach dem Regieplan zu uns geführt. Mhm. Der ist der, dann der, dann der, dann der. Manche hatten jetzt bis zu 20 Rollen aus dieser verrückten Ursprungsgeschichte. Manche haben gesagt, ja, ich nehme das mal alles mit, ohne zu ahnen, wie das endet. Denn ursprünglich sollten wir uns alle an diese Rollen erinnern, aber wir sind alle ins Vergessen geraten. Und auch das erkläre ich im Buch, welche Mechanismen da gewirkt haben auf den verschiedenen Ebenen. Super. Also es klingt spannend, es klingt aufregend und da bleibt uns nur den Lesern ganz viele tolle Erfahrungen, Selbsterkenntnisse, Entdeckungen und uns allen eine gute Reise zu wünschen. Ja, eine gute Reise, ja, das ist wirklich so und ich freue mich total drauf. Das ist, ich fühle schon wieder, wie es kribbelt. Aurora freut sich. Wir haben so wie bei Truman, ja, da guckt ja die ganze Welt zu und klatscht, oh, jetzt hat er wieder was entdeckt. Und so kamen wir uns auch vor. Boah, jetzt guckt das ganze Universum wieder und sie jubeln, ja, sie haben wieder ein Geheimnis entdeckt und wieder etwas gelöst. Und ja, wir machen das hier wirklich fürs ganze Universum. Das muss man erstmal annehmen, dass die kleine Kugel Erde wirklich so ein wirklich bedeutender Planet ist für alles. Ja. Spannend. Also ich werde es auf jeden Fall lesen. Freut mich. Und wir hören sicher noch mehr von dir. Ja, mit Sicherheit. Nächstes Buch ist in Planung. Ist in Planung, der Text ist schon da. Es hat ja nicht aufgehört, danach ging es ja noch spannender weiter. Wir sind in die nächsten Ebenen hoch, wir haben noch mehr Informationen bekommen und ja, da werde ich noch nicht so viel verraten. Ich ziehe mich jetzt bald zurück und werde 3 Wochen am Stück schreiben. Super. Und bin selber gespannt, was ich da wieder für mich auch erfahre. Spannend. Na dann auch dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse, Entdeckungen auf deiner Autorenreise dann jetzt in den nächsten Wochen. Und danke für das Interview. Ich danke dir und ich sage bis gleich auf Aurora. Genau. Danke. Gerne.